Der EU-Wahlkampf geht in die entscheidende Runde, denn am 26. Mai findet die EU-Wahl statt. Die Wahlbeteiligung vor 5 Jahren lag nur bei rund 45%. Und das, obwohl die EU für Österreich wichtige Leitlinien festlegt. Die Wähler sollten sich ja immer wieder während oder zwischen den Legislaturperioden Gedanken machen, weil die EU ganz was Wesentliches ist. Viele vergessen ja, die ganzen EU-Richtlinien, was heute beschlossen werden, sind dann praktisch morgen im Nationalen unsere Gesetze. Und da sollte man einfach bewusst sein, dass man da auch zur Wahl gehen soll. Diese EU-Wahl ist prima eine Wahl für Österreich, um Österreich zu stärken auf dieser internationalen Bühne und darauf zu achten, dass nicht das kommt, was viele andere wollen, nämlich ein Modell der Vereinigten Staaten von Europa. Das zu verhindern ist das Ziel der FPÖ. Um die Interessen der Österreicher zu vertreten, zeigten sich die Politiker bürgernah. Für die Kärntner FPÖ hat sich Elisabeth Dieringer-Kranzer aufstellen lassen. Für uns wäre es wichtig, dass wir von Kärnten aus auch eine EU-Parlamentarin haben, dass eben unsere Interessen für unsere ländliche Region auch dementsprechend vertreten kann. Sie ist eine Kandidatin, die auf die Leute zugeht, die die Themen ernst nimmt, die bürgernah ist, die im Jugendbereich viel gemacht hat und macht. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man so eine Kandidatin unterstützt. Sie ist eine Person, die sich unglaublich gut auf diesem internationalen Parkett bewegen kann. Ja, sie spricht perfekt Italienisch, ist für mich damit eine große Hilfe. Ich bin derzeit im ganzen Kärntnerland unterwegs und es ist sehr abwechslungsreich, was ich hier erlebe, was mir die Menschen zutragen. Und mit diesem offenen Ohr für die Bürger möchte ich weiterhin meinen politischen Weg gestalten. Mein Name ist Elisabeth Dieringer-Kranzer. Ich lebe hier in Kärnten, in einem wunderschönen Bundesland, das ich auch mit einer starken Stimme gerne in Brüssel vertreten möchte. Wie die Wahlen ausgehen, bleibt abzuwarten. Fakt ist, jeder, der mitbestimmen möchte, sollte wählen gehen.